Servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, Freunde. Und ja, es ist wieder soweit. Wir machen ein weiteres Reaction-Video auf den guten Paul Unterleitner, da die letzten Videos ja so gut angekommen sind. Und Leute, ich weiß, der Hate ist da, er ist groß, ja, geteilte Meinung. Aber ich denke mal, YouTube ist eine Plattform, da darf man seine Meinung äußern. Paul ist ein Mensch, der in der Öffentlichkeit steht. Und wenn andere Leute da ihren Senf dazugeben wollen, ohne beleidigend zu werden, was ich nie geworden bin, ist das, denke ich, ja, legitim und da sollte sich dann auch niemand wirklich drüber beschweren, weil im Endeffekt klickt ihr ja auf das Video drauf und wenn ich dann höre, ja, das wurde mir ja vorgeschlagen. Auch wenn es euch vorgeschlagen wird, das Video spielt, wenn ihr nicht wollt, nicht automatisch ab oder ihr müsst da nicht unbedingt draufklicken. Von daher, ja, so viel dazu. Ich denke mal, das ist auch alles, was ich dazu heute sagen will und werde, weil im Endeffekt muss ich mir eigentlich für nichts rechtfertigen. Dennoch freut mich doch, dass das Video bei einigen von euch so gut angekommen ist und viele meinten auch, ja, reagier doch mal auf Pauls Wettkampf. Ich wollte aber warten, bis er bei der GNBF antritt, einfach weil ich wusste, da wird seine Form nochmal eine Spur krasser sein und ja, ich denke mal, das ist sie auf jeden Fall geworden von dem, was ich jetzt gesehen habe. Ja, ich habe mir jetzt das Video von Johannes Lukas rausgesucht, da Pauls Video zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht online ist. Aber ich würde sagen, gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe es mir noch nicht angesehen, also ich bin komplett blind. Ich sehe das zum ersten Mal und ja, dementsprechend, ab geht's. So, dann würde ich einmal sagen, klicken wir auf Play. Bam! Der hat das Ding, ich sag euch das. Der muss das Ding... Okay, also wir steigen gerade schon mit einem Recap ein, sag ich mal. Ich denke mal, jetzt kommt auch gleich nochmal das Intro. Okay, krass, Julian Zietlow ist auch dabei. Okay. Respekt, krass. Internationaler Start. 10 Leute werden da sein. Er muss sich gegen andere Globe aus verschiedenen Ländern durchsetzen. Es geht um die Pro-Card. Wenn er hier heute gewinnt, kann er Profi werden. Und ey Leute, ich bin richtig am Fang. Natural Bodybuilding Profi? Nein, Spaß. Haben nicht mehr viel Zeit, deswegen sehen wir jetzt das. Pumm die Kiste auf. Hier gibt es auch einen Flammenbooster. Und dann wird abgeliefert. Spaß gehabt. Paul, wie geht's dir jetzt? Jetzt geht's mir gut. Es kommt gerade Adrenalin bis jetzt. Jetzt bin ich pumped auf der MacBook. Gucken wir mal ein bisschen hier aus. Also ist schon brutal, ne? Man merkt natürlich, er ist flach, aber sein Bauch ist flach, er nicht, seine Arme sind noch immer massiv, seine Brust ist noch immer übel krass am Start. Das ist halt auch so eine Sache, die mich immer stutzig gemacht hat, weil er halt doch immer sehr prall ist, seine Muskeln sehr voll sind, aber wo Muskeln sind, da können dann ja auf einmal nicht keine Muskeln mehr sein, dementsprechend, wenn die halt wirklich so voluminös sind, dann wird das wohl ja auch nicht weggehen, wenn er da mal keine Kohlenhydrate drin hat, beziehungsweise nicht ganz weggehen, weil wenn du Natural-Bodybuilder bist und flach bist, deine Glykogenspeicher leer sind und wie bei mir zum Beispiel, ich konnte mich ja nicht mal richtig ja aufpumpen, weil die Zeit auch so knapp war, ja, dann siehst du halt aus wie eine Flunder auf der Bühne, naja. Einiges verändert. Ja, brutal. Die Streifen in der Schulter. Das ist krass. Dieser Trizeps, der da einfach dranhängt, Leute. Was ist da los? Der andere Look, der Nelly-Look, Leute. Lass mich. Guck mal, ich weiß gar nicht, warum ihr euch so aufregt. Johannes Lukas macht die ganze Zeit auch Witze über seinen naturalen Status. Von daher, der kann es wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich glauben. Also, er glaubt ihm natürlich, aber ihr wisst, wie es meint. Jesus, diese Streifen in der Brust. Er hat selbst Streifen in den Abs. Wenn ihr mal die oberen zwei Abs betrachtet, da sind Streifen drin. Das ist abartig. Alles besser, Bräutchen. Ja, ich glaube, jetzt hat der Paul richtig Bock. Richtig Bock. Jetzt haben wir Julia Zirkel hier. Julia ist extra hier. Oh, hallo, alter Arbeitgeber. Guten Tag. Hast dich einfliegen lassen, natürlich mit Privatjet. Ja, selbstverständlich, was sonst? Wie schätzt ihr Paul Chancen ein?
Was ich so bisher an Material hier gesehen habe, ist schon echt crazy. Also ich finde, das wird von Jahr zu Jahr heftiger. Die haben von Jahr zu Jahr anscheinend mehr Ahnung. Und selbst Paul, wo man so denkt, okay, das ist jetzt out of this world. Aber auf jeden Fall eine fette Competition. Mehr Ahnung, ne? Die haben, wahrscheinlich haben die mehr Ahnung, oder? Natürlich haben sie mehr Ahnung, aber mehr Ahnung heißt nicht immer mehr Gains. Und vor allem nicht in einem signifikant sichtbaren Maße. Letzte Woche so in Österreich, Aberg. Ich glaube, dass er diesmal nochmal ein Tick trockener ist. Ja? Nochmal den Arsch nochmal trockener bekommen hat. Und von der Linie her ist er total der Typ. Arme immer im Vorteil. Ja? Das, was uns Nellys dann irgendwann mal, wenn es in die Diät geht, abhanden kommt, hat er halt wirklich immer noch am Start. So ist es, ne? Die Chancen sind schon sehr, sehr gut, dass er gut kann. Ja, es ist international, da muss ich erstmal beweisen. Volle Kanne. Aber genauso müssen wir auch denken: oh, fuck, jetzt haben wir so eine Eichel aus Österreich, das steht vor unserer Nase. Ja, dann ist natürlich immer, man muss mal sehen: gibt es einen Promi-Bonus oder einen Promi-Minus? Ne? Ja, ja, ja. Ich glaube, in Österreich war es ein Promi-Minus. Naja, sie haben vor 3 Wochen ein Video mit fucking Manuel Dildner gemacht. Also, ich würde mal nicht sagen, dass sie unbedingt einen Minus haben. Und der ist Kampfrichter. Just saying, ja. Ja, das kann passieren, dass du halt als Aushängeschild dann, hey, wir sind im Verband oder startet ein persönliches öffentliches Leben so irgendwo auf. Ja, oder die sind halt extra so, ja, die den Wichser, den zeigen oder was war. Ja, weiß man halt nicht. Also da kann man, ist ein Schönheitswettbewerb und. Ja, ja, es ist subjektiv einfach, ne, muss man sagen. Subjektiver Schönheitswettbewerb. Wobei ich sagen muss, dass sie schon sich wirklich Zeit nehmen und sehr. Aber eigentlich sollte Subjektivität da nicht wirklich gegeben sein, weil man muss sich halt auch vorstellen, es gibt bestimmte Kriterien, es gibt Härte und man sieht einfach faktisch, ob einer härter ist oder einer nicht so hart ist. Und dann ist da nichts mehr mit subjektiv, das ist dann Objektivität. Muskelmasse, Proportion, Symmetrie, das ist alles objektiv. Ich weiß nicht, was daran subjektiv ist, aber naja. Ja, auf jeden Fall. Also auch Daniels gegen das Expertise schätze ich der sehr, der macht das sehr. Er schätzt ihn sehr. Wie sich das Ganze auch professionalisiert hat. Absolut, ich war krass. Schon auf der einen oder anderen Meisterschaft, wo dann beim Posing von Inge einfach mal das Band aufgehört hat, dann wurde eine falsche CD eingelegt und sie schickt. Ich weiß, von welcher Meisterschaft das ist. Das ist die berühmte Inger Meisterschaft. Ist ja auch egal. Gibt's jetzt nicht mehr, deswegen. Das ist von Kanahaus oder sonst wo, ist ja wurscht. Und wenn es von Olympia war, ich auch schon mal Zeit. Jetzt sieht man die Daumen für den Paul an. Rock'n'Roll. Ich bin so am Feuer, ich hab so Bock drauf. Aber wir schieben uns jetzt gegenseitig an mit der Energie. Es ist schon krass, also wenn man da hinter der Bühne steht und dann so kurz vor knapp darauf ist, da hochzulaufen, da geht einem wirklich die Pumpe und man kann es eigentlich kaum mehr erwarten. Ich wollte damals wirklich tatsächlich lieber im Bett liegen, wegen Magen-Darm, aber naja, wie auch immer. Was halt auch ganz cool war eigentlich, die haben sogar Hanteln hinten gehabt bei der IDM 2018, im Mai letzten Jahres. Und gutes Equipment zum Aufpumpen, es war halt wenig Zeit, weil du bist dann vom Backstage-Bereich, vom Warm-Up-Raum, vom wo die Athleten halt warten, sich hinlegen, bis sie dran sind, hinter die Bühne gerufen und dann hast du eigentlich kaum mehr Zeit, dich hinter der Bühne noch aufzupumpen. Vielleicht 2 Minuten oder so, dann musst du dich auch schon in der Reihe aufstellen. Ja, aber die haben anscheinend das ganz gut gemanagt mit der Zeit und dann auch Zeit gehabt, sich aufzupumpen. Also besser hätte es eigentlich kaum laufen können für Paul. Respekt. Insta-Story gemacht und es dem Paul gezeigt, hat gesagt, guck dir das an, die Schulter überall, Adern, die Brust, die Form, so wie sie jetzt haben, ist es genauso, wie wir es haben wollten, egal was jetzt passiert, ich bin zufrieden, wenn die Form stimmt, auf alles andere haben wir jetzt keinen Einfluss, beziehungsweise Präsentation macht ja eh gut, ich bin absolut, alles ist gut, bis hierher am Markt geliefert, jetzt kommt einfach nur noch Bonus, Mann. Ist halt tatsächlich so. Weißt du, der Auftritt am Ende ist halt wirklich das i-Tüpfelchen. Aber der ganze Weg bis dahin, die Arbeit, die du jeden Tag reinsteckst, das ist wirklich das, worauf du am Ende stolz bist. Nicht die Platzierung, nicht unbedingt, nicht die Bühnensekunden da, wo du dein Posing machen kannst, sondern wirklich der Weg dorthin. Da kriege ich gleich so wieder Bock, auf die Bühne zu gehen, Leute. Ich glaub's nicht. Ah. Okay, Leute, jetzt geht's los. Da kommen sie.
Und jetzt wird sich schon ungefähr entscheiden. Jetzt hat man ungefähr einen Überblick. Dann kommt da rein, immer der. Das ist schon brutal. Also. Ich meine, gibt euch diesen Unterschied. Das ist ja wie Tag und Nacht. Und ich. Ihr müsst halt wissen, im Bodybuilding, Natural Bodybuilding, du wirst selbst mit dem schlechtesten Trainingsplan, und ich denke mal, Bühnenathleten haben in der Regel nicht den schlechtesten Trainingsplan, jetzt im Durchschnitt, sagen wir mal 80% deines Potenzials ausschöpfen, 75%. Der links zum Beispiel, im blauen Slip da, der sieht aber nicht aus wie 75% von Paul, der sieht vielleicht aus wie die Hälfte. Und da sieht man halt einfach mal, was Genetik einfach ausmacht. Genetik ist ein Arschloch. Und dann siehst du rechts den neben Paul oder links daneben, wie versetzt die Bauchmuskeln sind. Gut, Paul hat auch nicht die beste Symmetrie in den Abs, aber allein schon die Beine. Tut mir leid. Das sind ja Welten. Das sind Welten. Und natürlich, wenn man sieht, die anderen haben auch Plan, die machen auch lange Diät, natürlich wird man das stutzig und macht sich seinen Gedanken. Ne? Also ist ja völlig normal. Leute, der kann jetzt einen Hubrad holen. Ich kann mir das auch noch nicht vorstellen, aber. Meine Fresse. Ich bin so zufrieden mit der Form bis jetzt. Ja, die ist brutal. Vor allem die Separation in den Beinen. Also, er steht da wie eine Eins, ne? Also, das ist krass. Ja. Linkes Bein. Wie die Muskeln zittern in den Beinen. Die Beine, die seht ihr, das linke Bein blitzt manchmal durch. Das ist krass, der hat ja. Also da sieht man jeden Muskelstrang, jede Sehne, jede. Natürlich das Licht, das Bühnenlicht schluckt die Definition und die Adern. Ja, aber trotzdem, einfach krank. Und im Vergleich die anderen. Schau, die neben ihm stehen. Vielleicht können die mit der Härte mithalten, aber nicht mit der Muskelmasse. Das ist krank. Ja. Da wird man ein bisschen homoerotisch. Ja, ist so krass. Aber ich habe hier zum Beispiel das gleiche Problem. Ich habe auch einen ziemlich hoch ansetzenden Latt. Wohingegen der rechts zum Beispiel neben dem Paul, der Latt sitzt so tief, weil er also so einen kurzen Oberkörper hat. Da siehst du viel kompakter aus und dann sind die Rückenposen auch viel krasser und geiler. Aber trotzdem brutal der Arsch, Alter. Das Ding. Leute, der hat das Ding. Aber nicht zu früh freuen, Leute, nicht zu früh freuen. Jo, mach dunkel! Raus damit! Schultern vor. Gut, reicht. Ja, ich bin auch sehr begeistert. Ich bin sehr begeistert. Und jetzt kommt seine Pose, Leute. Achtung. 3, 2, 1. Brutal. Ja, erster Vergleich für Paul. Wer hätte es gedacht? Erster Vergleich für Paul. Okay, Leute, Top-4-Vergleich. Hier heute, nur für euch. Ja, der rechte hat aber auch brutale Streifen unter dem Rücken. Richtig krass. Und der linke ist ultra kompakt. Paul ist halt riesengroß. Ja. Also, Rücken ist tatsächlich seine Schwäche. Nicht lange verglichen, das ist relativ zügig hier. Kommen Sie zu! Oh, yeah. Richtig krass. Richtig krass. Die Brust von dem linken, Jesus, was geht da? Krass. Mit 19 Jahren, die sind ja alle älter, Leute. 19 Leute. Ich bin 22 und bin eine halbe Portion gegen den. Und ich trainiere 5-mal die Woche ohne Pause, mit Plan, mit Struktur, mit progressiven Volumen. Jesus. Genetik ist echt eine Bitch. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Ah, sieht das geil aus. Ja, richtig krass. So ein brutales Talent. Jetzt gehen wir mal zu seiner Kür, muss ich sagen. Da merkt man aber, dass es mit Unterschrift von Johannes Lukas, weil genau so bewusst er auch mit diesen auf diese Beats und dann spannt er in dem Moment an. Sehr tänzerisch auch. Kurze Posen. Viele Posen vor allem. Naja, vor allem auch seine Stimme, ne? Oh, jetzt die Geschichte. Ja.
Die muss man auch erstmal so halten können, das Gleichgewicht, ne? Aber hat er kein Problem mit, hat er oft genug geübt. Arnie lässt grüßen. Ja. Ja, schon. Also ich krieg ein bisschen. Also Gänsehaut ist am Start. Schon heftig. Ist schon heftig. Ja. Von allen ein bisschen was. Von allen ein bisschen was. Classic, moderne, schnell, langsam. Leute, 19! 19 Jahre! What? Jetzt gibt's nochmal ein Poster nur fürs Publikum. Okay, gucken wir mal, springen wir mal rüber. Und zwar zur Platzierung. Emotionen. Und jetzt könnt ihr mal eine echte Emotion von Paul sehen. Weil Nils ist ja Standard. Aber Paul. Paul zeigt es nicht. Und jetzt werdet ihr es sehen, Leute. Also logischerweise ist er Erster. Ich meine, die Platzierung von den anderen müssen wir jetzt nicht. Ich meine, wie verarscht muss man sich da vorkommen als irgendwie 25-jähriger Bodybuilder, 30-jähriger Bodybuilder, der schon sein ganzes Leben, sein halbes Leben trainiert und dann gegen jemand verliert, der 4,5 Jahre am Start ist, 19 ist. Das ist schon hart. Schon hart. Ich meine, ich weiß auch, was in den Köpfen vorgeht. Ja, der Stoff doch. Ja, das ist unfair. Ja, hier, da. Natürlich denkt sich das jeder, der jetzt neben ihm auf der Bühne steht. Und natürlich ist es ultra ungerecht. Der kommt aus dem Nichts, ist eigentlich eine Social-Media-Persönlichkeit, macht einen Wettkampf und schnappt den dann, die dafür leben, ihren Titel weg. Ne? Klingt jetzt hart, ist aber so. Ich meine, jeder hat das gleiche Recht, er darf da auch starten. Und ich meine, wäre auch verschenktes Potenzial. Aber wenn ich mich so ein bisschen in die Reihen versetze, wenn ich Zweiter geworden wäre wegen Paul... Schon eine harte Nummer, ne? Richtig traurig, der Linke. Jesus. Ja. Oh, wen haben wir denn da? Na, wen haben wir denn da? Na, wen haben wir denn da? Paul Unterleitner und Manuel Dildner. Ja, also er hat ihn ja schon vor 2 Wochen im High Five gesehen. Da hat er auch schon so eine annähernde Form gehabt. Dementsprechend würde ich mich jetzt da nicht so groß wundern. Von daher. Ist auch ein bisschen Show jetzt. Gut, das müssen wir uns nicht mehr geben. Wir springen noch mal ein bisschen nach hinten. Hat sich ausgezahlt. Ja, oh, gerade so plus minus, ne, rausgekommen. Ja, schon krass, ne? Da kommt nochmal Julian. Oh, da ist er, den kennen wir doch. Das ist einmal der Brosep und das ist sein Brosep's Kameramann, glaube ich. Nee, das ist nicht Brosep's Kameramann, das ist Julians Kameramann. Und dann haben wir hier einmal noch, wie heißt er denn? Ich habe seinen Namen vergessen. Der Lauch, der Nady Lauch. Ich habe seinen Namen vergessen. Und da ist die Person hier, die kenne ich auch gut. Ja, okay. Alles klar. Ist okay. Du brauchst nicht so viel Kraft, um voll zu sein. Der andere lädt mit 1000 Gramm Kohlenhydraten pro Woche für 30 Tage. So, und unser einer ist 5000. Paul braucht halt nichts, der macht halt einfach, ne?
Gut, Leute, ihr habt's gesehen, das war Pauls Wettkampf. Also ich war teilweise echt ein bisschen baff und hat mir auch ein bisschen die Sprache verschlagen. Was soll man noch dazu sagen? Ne? Das ist einfach eine Weltform. So kann er auch teilweise gegen natürlich unnaturale Athleten gewinnen. Soll er einfach mal zu DBFV gehen oder wo auch immer, wo die Dopingkontrollen nicht so an oberster Stelle stehen. Und da wird er die auch mit einem Fingerwisch in den Schatten stellen. Von daher, heftige Sache. Neddy or not, ist ja jetzt in dem Sinne auch egal, wenn er da seinen Test gemacht hat und als natural approved wurde, umso geiler für ihn. Ist doch super. Man sieht halt, was natural möglich sein kann, wenn man ein Paul Unterleitner ist. So ist es halt. Ich bin kein Paul Unterleitner. Du auch nicht, wahrscheinlich. Naja, also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Dislike da, wie immer. Und am besten auch noch einen Hate-Kommentar. Abonnieren auch nicht vergessen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer Julian. Ciao, ciao.